Ach doch, ich hab endlich meinen ersten Stance. Jawohl. Juhu. Was ist das genau? Achso, ja, ich hab doch diese Self-Buffs anstatt Türme. Aha. Und der Tornado-Stance ist der erste und damit greife ich schneller an und lauf schneller rum und spring höher, aber ich mache einfach nur weniger DPS. Okay. Also ich benutze das eigentlich nur, wenn ich von einem Punkt der Karte zu irgendeinem anderen rennen will. Vernichtung? Yippie-yay. So, jetzt habe ich auch endlich mal Verwendung für Mana. Oh. Wieso wird der denn schon wieder angegriffen? Hallo, das geht voll nicht. Das, was ich jetzt mache, ich verkaufe den. Ich kann ihn hier alleine nicht abwehren, ich mach zu. Warte. Eigentlich sind da ja auch seine Türme für gedacht. Ja, warte, ich brauche jetzt einen Feuerballturm andersrum hin, dann müsste der das eigentlich. Ja, wenn die nicht gerade zufällig Feuerresistenz haben. Was das Vieh zum Beispiel hat, was da hinten gerade angeflogen kommt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. So. Ja, deine Türme sind einfach ein bisschen zu schwach auf der Brust, um die abzufangen. Wie? Ja, Vernichtor, du bringst es nicht. Ich wollte es nicht so direkt sagen, aber du hast mir keine Wahl gelassen. Hast es nicht drauf. Aber mit meiner Aufwertung kann sich das natürlich schlagartig ändern. Feuerball! Ja, ich hab eine Stufe vielleicht. Oh. Oh, alles voller Gegner. Nicht mehr lang. Ah nein! Was ist passiert? Ich bin in die Lampe. Ich hatte gerade das ganze Mana abgeholt. Oh, ich bitte dich! Ich bitte dich! Ich bin nicht die Lava. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Hä? Hä, was? Wie? Was geht denn hier ab schon wieder, ey? Oh mein Gott! Fickt euch! Riech die Falle halt nicht. Geh jetzt weg. Autsch! Au, au. Was auch immer eine Finsterfalle macht, ich werde sie jetzt aufbauen. Nein, die ist scheiße. Ich glaube, damit laufen die Gegner dann blind durch die Gegend. Nein, die sind wirklich total Banane, die Fallen. Du bist ja nur neidisch, weil du keine Finsterfalle hast. Du solltest lieber deine anderen Fallen reparieren. Ja, er kann sie ja trotzdem mal irgendwie hinbauen und gucken, was sie macht. Nachteil werden wir davon jetzt nicht unbedingt haben. Doch, doch, doch. Doch. Na, ah, na, ah, Argument. Invalid, ja. Ah. Komm schon auf, Werte auf, Gasfalle, los! Nein! Nein, autsch! Wichser! Oh Mann! Kommst hier nicht zum Aufwerten, weil dich im letzten Moment immer so ein scheiß Pfeil trifft. Oh verdammt! Nein, nicht aus. Nein! Magst du mal die Falle? Ach so. Komm schon, komm schon, komm schon, los. Yes! Yeah!
Es war voll knapp, weil die eben auf 1 schon runter war. Dann habe ich versucht, die zu reparieren, habe es gerade so irgendwie noch auf 2 geschafft. Und dann ist sie gleich wieder auf 1 runtergetickt. Warum spammst du an dieser Stelle eigentlich die ganzen Feuerballtürme? Habe ich eine Ahnung. Oh, und damit rechtfertigst du das jetzt wohl. Weißt du was? Das beeindruckt mich nicht. Daneben nicht. Aber ich hab's trotzdem gemacht. Hä? Toll. What's up? Ihr wisst, was das bedeutet? Ja. Oger. Glaube ich. Ich könnte natürlich jetzt einfach mal auf Shift drücken und nachgucken, ob es stimmt. Ja. In der Mitte kommt ein Oger. Hier liegt ja schon ziemlich viel Crap rum. Yeah. Ich finde, wir könnten irgendwann zwischendurch auch mal offscreen so ein Survival machen, weil es ist jetzt nicht unbedingt was, vielleicht was man aufnehmen könnte. Je nachdem, wie weit man kommt, weil es dauert ja auch immer so ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben bisher noch nie eins gemacht zu viert. Nee, stimmt. Ich habe nur mal was drüber gelesen, wie das ist, wenn man das zu viert macht. Soll ganz cool sein. Drücken wir mal alle fleißig G. Ready to rumble. Sonst wird es von unseren Zuschauern noch langweiliger, wenn wir denn welche haben. Keine Jungs, Sorge Jungs, diesen Kommentar schneide ich raus. Ja, da kommen wieder... Kein Problem. Drachenviecher. Ja. Meine Falle macht sie trotzdem nieder. Macht euch keine Sorgen. Was? Sie sind am Kristall. Fickt euch. Ich darf euch nicht töten, verdammt. Vernichtung, vielleicht wäre es schlau, ein paar von den Geschützen an den Seiten wegzuziehen und da einfach noch jeweils ein zweites Geschütz hinzustellen, um die Flugdrachen abzuwehren. Weil ich meine, an den Seiten ja, haben Axel und ich das eigentlich voll unter Kontrolle, soweit. Wenn wir nicht ständig zurücklaufen müssen zum Kristall, weil da irgendwelche Flugdrachen auftauchen. Ja, doch passt. Oh, oh, oh. Ogre! Ein Ogre! Oh, verdammt! Ein Schlag und ich war am Boden. Okay. Mitte. Wo kommt der denn? In der Mitte. Der ist jetzt bei den Fallen. Scheiße. Ach du Schande. Und er macht alles zu Kleinholz. Hätten wir jetzt mal ein paar Abfall gehabt. repariert da mal, was das Zeug hält. Ich versuch ja schon. Geh mal da weg. Vernichtung, Mana-Bombe! Was? Hab ich noch nicht. Ah, er ist gleich down, er ist gleich down.
Jawohl, meiner. Ich dachte, was? Auch needed, Alter. Warum hört nie einer auf mich, hä? Wie sind die da jetzt schon wieder dran vorbeigekommen? Dreimal darfst du raten. Ja, aber wozu, was zur Hölle? Wie, was? Hä, an der Seite? Hör, was geht ab? Oh mein Gott! Hey, jetzt kann ich Blitzhimme machen. Das ist... Hallo, können wir nicht mal mit Goblins die auf den Kristall hauen? Ich versuch's doch. Ich bin ein schwacher Magier. Ah, bist du doch kein toller Nahkampfmagier, oder wie? Doch, quasi. Ich kleister den Kristall jetzt mit Gasfallen zu. Nein, wie kann das denn passieren? Oh, was geht denn? Hallo, da kommt wieder Gegner an. Was geht da ab? Oh, Scheiße. Ja, okay, ich stell mich da hin. Oh, Kacke. Oh, was? Dann kann ich den Blitz was ist denn da? Oh. Mana, dann kann ich einen Blitzturm bauen. Ich baue Gasfallen. Oh, Scheiße. Schnell, gib mir Mana, ich kann Blitzturm bauen, der ist echt effektiv dann. Ich baue irgendwas jetzt. Voll am Durchdrehen. Ich zieh nur durch, weil hier jetzt noch was gebaut werden soll. So, hier ein bisschen. Okay, ich habe jetzt jede Menge Fallen hingestellt. Oh mein Gott. Sind nur noch 200 Gegner. Easy, Leute, easy. Boah, irgendwas. Nein, da muss man jetzt erstmal drüber diskutieren, was denn da am effektivsten ist. Apropos, ich könnte ja dann da noch mehr hinbauen. Ich würde es hier nicht verübeln. Und wieder starb Huxlow einmal den Heldentod. Sprich, jegliche Hoffnung darauf, dass er mal ein Held werden könnte, ist gestorben. Oh Gott. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nicht ganz so unbesiegbar, wie ich es mir vorgenommen hatte. Ach, noch 4 Gegner. Ich hab doch gesagt, das wird ein Klacks. Ja. Oh yeah. Das war überhaupt kein Problem. Die 1300 Lebenspunkte, die der Kristall verloren hat, waren von Anfang an eingeplant. Naja, er steht noch. Es ist nicht unser Auftrag, das Ding heile. Dann glaube ich, sage ich an dieser Stelle mal Tschüss für den Part. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal... Oh, verdammt! Ich brauche jetzt erstmal Zeit, um ein bisschen Loot auszusortieren, also...
See you in Disneyland. Das war es diesmal. Liegt bestimmt nicht daran, dass irgendwer irgendwelche Türme verkauft hat. Ey, das war nötig, Jungs. Ihr wisst das genauso wie ich. Hast ja, dich aufgeopfert fürs Team, ne? Besonders gegen Ende hätten uns diese Abprallblockaden nur blockiert. Genau. Wie der Name schon sagt. Ich habe gerade nur noch mal auf Aufnahme gedrückt, um zu zeigen, dass Vernichtung hier gerade den übelsten Shitstorm loslässt, weil er auf einmal wertvollster Spieler geworden ist. So, das war's dann jetzt aber auch. Und ja, es hat sicherlich nichts damit zu tun, dass irgendjemand rumgerannt ist und irgendwelche Barrikaden verkauft hat von irgendeinem anderen Spieler. Ey, das war sowas von nötig.